Martin, können wir anfangen? Ich bin fast fertig. Hi, ich komme heute eher spät nach Hause. Okay, bis dann, tschüss. Ich liebe es zu reisen, aber leider habe ich kaum Zeit und kaum Geld. In der heutigen Zeit muss man sehr flexibel sein, um gute Jobs zu bekommen. Im dritten Teil über Adverbien sprechen wir ein bisschen darüber, wie Adverbien zusammen mit Adjektiven funktionieren, wie manche Adverbien auch zusammen mit Nomen funktionieren und am Ende auch noch über ein paar Adverbien, die zu Adjektiven werden. Also wie man aus einem Adverb ein Adjektiv machen kann. Viel Spaß und bis gleich. Erster Teil. Adverbien und Adjektive zusammen. Das kennen wir und das ist auch nicht wirklich speziell an der deutschen Sprache. Wir haben im Intro zum Beispiel gesehen, ich bin fast fertig. Okay, das heißt, fast kennen wir, fast bedeutet, es fehlt nur noch ganz wenig. Ich bin fast fertig, ich bin gleich fertig, ich bin bald fertig. Das heißt, ich bin nicht fertig, aber es fehlt nur noch ganz wenig. Das Gleiche wäre auch bei sie ist 17,5 Jahre alt, das heißt, sie ist schon fast erwachsen. Oder für Leute, die in Zürich wohnen, Wohnungen oder für Leute, die in Zürich leben, Wohnungen sind hier so teuer, dass sie fast unbezahlbar sind. Dann haben wir auch gesehen, ich komme heute eher spät. Eher spät bedeutet, ich komme ziemlich spät. Ich komme tendenziell spät. Ich komme verhältnismäßig spät. Das Gleiche würde auch funktionieren mit, ja, die Party war eher langweilig. Das heißt nicht extrem langweilig, aber ja, langweilig, ein bisschen langweilig. Oder ich könnte auch sagen, seine Geschichte finde ich eher unrealistisch. Das heißt, ich sage, sie ist nicht komplett unrealistisch, aber schon unrealistisch. Als nächstes sehen wir, dass Adverbien auch manchmal mit einem Nomen zusammenarbeiten können. Und hier konzentrieren wir uns vor allem auf das Adverb kaum. Ich habe gesagt, ich habe kaum Geld und kaum Zeit. Das bedeutet, ich habe sehr wenig Geld und sehr wenig Zeit. Ich könnte natürlich auch sagen, die Schüler haben kaum Interesse an dem Unterricht. Das ist nicht ganz optimal, aber das ist ein korrekter Satz. Wenn sie mit ihrem Handy zu viele Fotos und zu viele Videos machen, dann haben sie kaum Speicherplatz. Das heißt, sie haben nur noch ganz wenig Megabyte, Gigabyte und dann müssen sie Dateien löschen oder ein neues Handy kaufen. Das Adverb kaum ist aber nicht sehr typisch. Wir haben ja gesehen, normalerweise arbeiten Adverbien nicht mit Nomen zusammen. Aber das Adverb kaum kann das und auch ein paar andere Adverbien. Schauen Sie aber, kaum bleibt immer kaum. Die Form von kaum verändert sich nicht. Kaum Geld, kaum Zeit, kaum Interesse. Kaum, 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 kaum. Keine Veränderung.
Das ist anders als bei Adjektiven. Und dieses Thema bringt uns auch schon zum dritten Teil, und hier geht es um Adjektive auf der Basis von einem Adverb. Dazu sehen wir uns an, heutig, gestrig, jetzig, morgig, dortig und hiesig. Komische Wörter. Wir hatten ja im Intro gesehen, in der heutigen Zeit muss man sehr flexibel sein, um gute Jobs zu bekommen. Okay. Das heißt, wir haben hier eigentlich das Adverb heute. Also wir könnten auch sagen, heute muss man sehr flexibel sein, um einen guten Job zu bekommen. Okay. Wenn wir aber das Adverb heute nehmen wollen und mit dem Nomen Zeit verbinden wollen, dann brauchen wir heutig. Und dann, schauen Sie genau hin, wird dieses Adjektiv auch dekliniert zusammen mit dem Nomen in der heutigen Zeit. Okay, und das Gleiche funktioniert mit anderen Adverbien, die wir gut kennen, wie zum Beispiel gestern. Ich kann aus gestern, aus dem Adverb gestern, ein Adjektiv machen und das wäre gestrig. Zum Beispiel, in der gestrigen Konferenz haben wir über die Organisation gesprochen. Und Sie sehen auch hier gestrigen in der gestrigen Konferenz. Und auch hier ist gestrig dekliniert. Das Gleiche funktioniert mit jetzt und jetzig. In der heutigen Zeit, in der jetzigen Zeit, das ist ganz egal. Das ist im Prinzip gleich. In der jetzigen Situation ist es schwierig, eine fixe Arbeitsstelle zu finden. Könnte ein Beispiel sein. Von morgen haben wir das Adjektiv morgig, wie zum Beispiel beim morgigen Treffen der EU-Minister werden wichtige Themen diskutiert. Und ich sage, das Treffen ist morgen und nehme das Adjektiv morgig bei der morgigen Konferenz, bla 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 bla. Oder bei dem morgigen Treffen, bla bla bla. Und dann gibt es noch zwei Adverbien, die lokal sind und von denen man auch Adjektive bilden kann. Wie zum Beispiel hier. Wenn ich sage, hier in Zürich sind die Wohnungen sehr teuer, dann habe ich das Adverb verwendet. Ich kann aber auch sagen, der hiesige Immobilienmarkt ist sehr teuer. Und Sie sehen, hier ist das Adjektiv zusammen mit dem Nomen. Und das Gleiche funktioniert auch mit dort und dem Adjektiv dortig. Ich könnte zum Beispiel sagen, hier in Mitteleuropa sind die Traditionen ganz anders als im Nahen Osten. Also als dort. Wir sagen hier in Mitteleuropa und dort im Nahen Osten. Also könnte ich auch formulieren, die dortigen Traditionen sind ganz anders. Und dann, wie Sie sehen können, habe ich dort nicht wirklich verwendet. Ich habe dortig das Adjektiv verwendet und es arbeitet zusammen mit Traditionen. Die dortigen Traditionen sind ganz anders. Okay, das war's also mit dem dritten Teil zu Adverbien. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Sie können uns sehr gerne Kommentare machen, unsere Videos teilen und was Ihnen sonst noch einfällt, Shoutouts und Ihren Freunden empfehlen.
Danke fürs Zusehen, wie immer, und bis bald mit unserem nächsten Video. Tschüss!